Eine Sache, die sich doch aus dem Jurassic-Universum perfekt für ein Ranking anbietet, sind einfach alle Openings der gesamten Jurassic-Reihe, ja? Und ich rede jetzt hierbei auch wirklich von der gesamten Jurassic-Film- oder eben auch Serienreihe. In diesem Part hier werde ich auch Jurassic World Camp Cretaceous mit einbeziehen. Lasst mich am Ende des Videos wie immer auch eure Meinung dazu wissen, was sind eure Top-Openings oder rankt doch einfach mal alle 7 Openings selber. Es sind jetzt ja nicht allzu viele und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Viel Spaß! Okay, normalerweise mache ich mir immer Notizen. Mindestens eben, dass ich mir irgendwie auflisten kann, gerade bei Rankings, was auf Platz 1 ist, was auf Platz 2 ist, bla bla. Das habe ich jetzt hier nicht unbedingt vorbereitet, habe mir aber eben gerade, wo ich mit dem Hund draußen war, mal kurz überlegt, wie ich das Ganze hier ranken will. Und ich glaube, ich bleibe sogar dabei. Meine Rankingliste steht relativ fest. Auf Platz Nummer 7 haben wir hier das Opening aus Jurassic World aus dem Jahr 2015. Und definitiv gehört dieses Opening für mich auf den allerletzten Platz. Ich meine, ganz ehrlich, was waren das? Wir haben zu Beginn eine Referenz an den allerersten Jurassic Park Film gesehen, wo ein Saurier aus einem Ei rausschlüpft, der sich dann eben später als der Indominus Rex herausstellt, der dann auch mit der Kralle so die Eierschalen wegmacht. Und ey, wie gesagt, ich bin ein Fan von gutem CGI. Jurassic World hat gutes CGI. Wer behauptet, dass Jurassic World schlechtes CGI hat, der lügt sich einfach selber was vor. Aber warum muss denn genau sowas auch in CGI gemacht werden? Wieso konnte man hier nicht irgendwie ein Prop benutzen, weil das Prop aus Jurassic Park 1, der kleine Raptor, sieht um Welten besser und echter aus als dieser CGI-Indominus. Naja, weil der Raptor eben auch einfach echt gewesen ist und das merkst du. Dann ist das eigentliche Opening eigentlich vorbei und dann kriegen wir noch ein Opening nach dem Opening, wo wir so ein bisschen Zack und Gray und diese komische Familienkonstellation kennenlernen, wo der Vater von Gray ganz seltsame Sprüche von sich bringt, also so Sachen, die überhaupt nicht witzig sind, weil die überhaupt nicht irgendwie da reinpassen in dem Moment, und wir bekommen den CGI-Vogel. Ey, Mann, also wirklich, es muss nicht alles CGI sein. Lass doch einfach CGI ein Hilfsmittel dafür sein. Aber warum muss jetzt hier ein CGI-Vogel auftauchen? Dann sehen wir eben erst den Fuß, damit der Zuschauer vielleicht denkt, oh, das ist vielleicht ein Dinosaurier im Schnee. Nee, das Jurassic World Opening finde ich wirklich extrem blöde. Von daher für mich ganz klar auf Platz Nummer 7. Auf Platz Nummer 6 haben wir das Opening aus Jurassic Park 3. Und ja, ihr wisst, ich mag Jurassic Park 3. Aber was war das für ein Opening? Also mal ganz genau genommen, und da könnt ihr auch wirklich alle nachschauen, gerade wenn ihr die 4K Blu-ray zu Hause habt, hat Jurassic Park 3 wahrscheinlich das beste CGI der gesamten Jurassic-Reihe. Ich meine, es gibt Momente mit den Velociraptoren, wo ihr sagen würdet, ah, das ist eine animatronische Puppe. Wer das Jurassic Park Compendium allerdings hat, der weiß, dass einige dieser Raptoren, die ihr da seht, die wirklich aussehen wie echte Puppen, aus dem Computer stammen und CGI sind. Also Jurassic Park 3 hat wirklich unfassbar gutes CGI, das zum Teil so gut ist, dass es eben nicht mal mehr ansatzweise auffällt, dass wir hier CGI haben. Im Kontrast dazu haben wir aber dann das Opening. Und vielleicht wurde das Opening auch erst am Schluss gedreht und das gesamte Geld war schon draußen. Also die haben kein Geld mehr gehabt für CGI und deswegen wurde das eben dann gedreht. Ich meine, sowohl der Hintergrund wirkt nicht echt, als auch die ganze Konstellation zwischen dem Boot und eben Eric und Ben Hildebrand, die da oben dran hängen. Und sobald dann das Seil anfängt, die beiden, also Ben Hildebrand und eben Eric, so nach unten zu ziehen, sieht das so extrem dämlich und seltsam aus und es wird einfach nicht besser. Also diese Szene hat keinen Moment, der irgendwie besser wird, und sogar wo dann die beiden so auf die Insel zufliegen, auch da merkt man wieder, das sieht schon nicht so geil aus. Wie gesagt, im späteren Verlauf des Films haben wir extrem geiles CGI, aber dieses Opening hier ist erstmal vom reinen Look nicht gut, dann aber auch als Ausgangssituation für die Geschichte total unbrauchbar, weil das ist der Ausgang, warum ihr mir jetzt erzählen wollt, dass Dr. Alan Grant wieder zurück auf die Insel geht. Dass dann da so eine Story bei rauskommt, so eine ganz... ist ja kein Wunder. Das ist die Ausgangssituation und die ist schon mal nicht interessant. Also bin ich zumindest der Meinung, dass... ja, lass die halt da abstürzen. Ich brauche jetzt aber keinen Film über einen Rettungseinsatz von diesen beiden Menschen. Und den Film haben wir eben dann aber auch bekommen.
Wie gesagt, ich mag Jurassic Park 3, das ist für mich ein Guilty Pleasure, aber das Opening ist wirklich komplett für die Katz. Auf Platz Nummer 5 haben wir Jurassic World Dominion. Ja, der Film schneidet auch hier nicht unbedingt gut ab, diesmal besser als Jurassic Park 3 auf jeden Fall. Aber auch hier, ich habe diesen Film jetzt schon wirklich sehr oft gesehen in letzter Zeit. Gerade weil ich mir auch erst vor kurzem hier diese Collector's Edition gekauft habe, die ich mal auch an euch verlost hatte. Die habe ich mir jetzt auch selber mal zugelegt und habe mir dann eben mal die 4K-Varianten von allen Jurassic World Filmen mal so ein bisschen angeguckt. Und da bin ich wieder am Opening von Jurassic World 1 hängen geblieben. Das Opening ist sehr konfus. Also das Opening verspricht zweimal Sachen, die einfach nicht eintreten. Beziehungsweise beginnt das Opening irgendwie, der Film beginnt zweimal mit zwei verschiedenen Openings. Wir haben einmal den 5-Minuten-Clip, den wir schon aus YouTube gekannt haben, bei dem wir zurück in die Vergangenheit reisen, 65 Millionen Jahre, bevor eben dann auch ja, Jurassic Park und alles passiert. Und dann sehen wir eben, wie die Welt damals existiert hat. Interessant hierbei ist eben auch zu sehen, dass der Giganotosaurus und der T-Rex in derselben Zeitepoche gelebt haben. Das war in echt nicht so, in der Welt von Jurassic ist es aber halt so. Die Tiere haben Federn oder so eine Art von Fell auf dem Kopf gehabt zum Teil. Und dann bekommen wir plötzlich einen Schnitt. Und wir sehen, wie der T-Rex durchs Autokino durchläuft und dann verschwindet der T-Rex und dann bekommen wir das Opening. Wieder ein Schnitt. Wir bekommen eine Reportage von einer Frau, die uns nochmal exakt das erzählt, was im zweiten Film passiert ist. Wir bekommen wieder einen Cut und kommen dann in die Gegenwart oder in die eigentliche Handlung, in der Claire Dearing plötzlich auftauchende Dinosaurier retten will. Das ist eigentlich der eigentliche Punkt, wo die Geschichte wirklich losgeht. Und wir bekommen drei Anläufe davor, die uns die Geschichte einleitet. Der einzige Grund, warum dieser Moment nicht noch weiter hinten gelandet ist, ist einfach der, dass halt Jurassic World Dominion gut aussieht, vom CGI-Effekt her und allem drum und dran. Und man genießt die verschiedenen Szenen dann doch. Also ich genieße den 5-Minuten-Clip am Anfang, bis es dann eben den Cut gibt. Auch die Szene im Autokino ist geil, bis es dann eben den Cut gibt. Dann bekommen wir eine Reportage, wo wir eben dann auch sehen, dass Dinosaurier ja auf der Welt frei herumrennen. Das, was uns der Film eigentlich versprochen hat, dass er komplett dieses Spektrum bedient, was dann im Endeffekt immer gelogen war. Aber auch das genieße ich und dann gibt es wieder einen Cut und dann irgendwann denkst du dir so, ey, wo fängt es denn jetzt wirklich an? Ja, Jurassic World Dominion ist ganz klar auf diesem Platz. Ich glaube, auch wirklich verdient. Weiter hinten würde ich ihn nicht ansetzen und weiter vorne schon gar nicht. Auf Platz Nummer 4 haben wir das Opening von Jurassic World Camp Cretaceous. Und ja, das ist kindlich. Jurassic World Camp Cretaceous ist eine Kinderserie. Das hören viele Fans der Serie nicht gerne, aus welchen Gründen auch immer. Es ist nichts Verwerfliches daran, als erwachsener Mensch eine Kinderserie gut zu finden, weil auch ich mag Jurassic World Camp Cretaceous, Staffel 1 bis 3. Und die Serie beginnt eben mit Darius. Und Darius spielt irgendwie so ein Computerspiel und das ist sehr szeniastisch und filmisch dargestellt. Also so spielst du kein Computerspiel. Das ist so dieses, wie es in den 80ern immer dargestellt wurde. Darius drückt so ganz viele verschiedene Knöpfe und die Figur rennt eben trotzdem einfach nur weiter geradeaus. Alles in diesem Computerspiel sieht quasi aus wie in der echten Welt. Also es gibt keinen Abstrich dadurch. Und das ist auch ganz bewusst so gewählt. Denn wir wissen zu Beginn nicht, dass es sich hier um ein Computerspiel handelt. Und ich hatte bei der Serie am Anfang so ein bisschen meine Zweifel gab, wo das Ganze hingehen sollte, denn ich kannte die ersten Trailer, kannte so die Figuren, ich wusste, dass das Ganze so ein bisschen bunter werden soll und so ein bisschen lustiger, ein bisschen kindlicher, das ist eine Kinderserie. Und dieses Opening hat dann aber gezeigt, ja, wir bleiben einer Kinderserie treu, aber wir verlassen auch nicht das Jurassic Park Feeling oder das Jurassic Park Szenario an sich. In diesem Opening sehen wir einen Parkmitarbeiter, der vor Dinosauriern flüchtet. Wie gesagt, später stellt sich heraus, dass alles nur ein Computerspiel ist. Und wir sehen, wie er vor Velociraptoren flieht und dann taucht auch noch ein T-Rex auf, meine ich, und dann wird einer von den Raptoren gefressen und einer von den T-Rexen. Irgendwie so ähnlich ist das gewesen. Auf jeden Fall hast du hier sofort wieder die Jurassic Park Stimmung gehabt. Und eine Jurassic Park Stimmung zu haben in einem Jurassic World Projekt ist immer etwas sehr Gutes. Und ja, Jurassic World Camp Cretaceous hat es eben wirklich geschafft, dieses Kindliche perfekt zu vermischen mit dem auch erwachsenen, zum Teil etwas raueren Ton der alten Jurassic Park Filme. Das, was sie in Jurassic World Dominion gerne gemacht haben, nämlich kurz bevor ein Mensch gefressen wird, wegzuschneiden oder eben die Kamera wegzudrehen, das haben wir auch hier. Nur haben wir hier eben eine Kinderserie und die Serie zeigt dann trotz allem sehr viel deutlicher, was gerade passiert. Also wir bekommen trotz allem, obwohl die Kamera uns das nicht wirklich zeigt, einen wesentlich besseren Eindruck davon, wie bestimmte Menschen eben ihr Leben lassen. Also so viel eben nur nochmal als Lob für Jurassic World Camp Cretaceous. Schaut euch die Serie auf jeden Fall an, auch wenn ihr Jurassic World nicht mögt. Ich kann das nur wie eben herzlich empfehlen. Staffel 1 bis 3 und wie gesagt Staffel 4 und 5, da müsst ihr euch halt tolerant sein müsst ihr da. Auf Platz Nummer 3 haben wir
das Opening aus Jurassic Park 2 oder auch The Lost World Jurassic Park. Und ja, je öfter ich dieses Opening sehe, umso mehr mag ich es inzwischen. Ich fand das früher auch sehr vom eigentlichen Teil der Geschichte abgelöst, weil, naja, das Opening ist eigentlich nur dafür da, um uns zu zeigen, dass Menschen von Dinosauriern angegriffen werden. Aber der Clou dahinter ist ja eben nicht, dass Dinosaurier auf dem Festland sind, sondern dass die Menschen, die angegriffen werden, auf der Insel gestrandet sind. Wisst ihr, wie ich das Ganze meine? Ich meine, andersherum wäre vielleicht dieser Prolog sinnvoller gewesen, wenn das eben auch für die spätere Story Sinn gemacht hätte. Dieses Opening ist einfach nur dafür da, dass wir eben einen Vorfall haben, der dann später dazu führt, dass wir erklärt bekommen, warum Peter Ludlow ins Rennen geschmissen wird und John Hammond quasi aus der Geschichte rausgeschrieben wird. Mag ein bisschen lame sein, aber dafür so ein Opening zu benutzen, aber die Art und Weise, wie das Ganze rüberkommt, ist schon wirklich fies. Und egal, mit wem ich diesen Film zum allerersten Mal gucke, es geht immer erstmal um die Frage, ist das Kind jetzt wirklich tot? Und diese Frage ist einfach verdammt gut umgesetzt. Die taucht auf jeden Fall auf, denn wir sehen auch zum allerersten Mal, wie gefährlich auch kleine Dinosaurier sein können. Die Compsognathus, naja, sind in den Videospielen, zumindest in neueren, sind die meistens relativ harmlos dargestellt. In dem Film wird uns ganz klar gezeigt, ey, in einer Masse können diese Tiere eine wirkliche Gefahr darstellen. Das Szenario hier am Anfang von The Lost World Jurassic Park 2 leitet uns auch so ein bisschen in die Richtung zu dem, was wir eben dann auch später sehen im selben Film eben mit Dieter Stark, der eben auch von den Kompis gefressen wird. Und ich finde generell, dieses ganze Szenario ist unfassbar genial aufgebaut und auch zum Teil wirklich unheimlich und brutal. Die Kleine hat es am Ende natürlich überlebt, aber trotz allem sehen wir hier zum allerersten Mal, wie, naja, gefährlich eben auch die Kompis sein können. Und ich finde, die Szene hat einfach Eindruck hinterlassen und generell haben die Kompis in diesem Film extrem starken Eindruck hinterlassen, was sie in keinem weiteren Film mehr geschafft haben. Auf Platz Nummer 2 haben wir das Opening aus dem für mich besten Jurassic World Film. Ich mag Jurassic World 2 Fallen Kingdom inzwischen wirklich am meisten, weil der Film sich am allerwenigsten anfühlt wie eine Kopie der Jurassic Park Filme. Jurassic World würde locker als Remake von Jurassic Park 1 durchgehen und Jurassic World Dominion macht in der Regel nichts anderes, als permanent Sachen zu nehmen, die wir schon aus dem ersten Film kennen und sie nochmal ein bisschen anders aufzuarbeiten. Es gibt einen Counter im Internet, dazu werde ich nochmal ein eigenes Video machen, der kommt auf ca. 25 Szenen, die wir in Jurassic World Dominion sehen, die wir aus anderen Jurassic Park Filmen schon kennen. Ich will hier gar nicht wieder auf Jurassic World Dominion einpreschen, auf jeden Fall sehen wir am Anfang von Jurassic World Fallen Kingdom, wie Jurassic Park und eben auch Jurassic World geht oder eben gehen sollte. Wir bekommen ein richtiges Dschungelfeeling. Wir sehen einen Mann, der versucht an die, oder eine Gruppe von Männern, die versuchen an die Überreste vom Indominus Rex ranzukommen. Dazu tauchen ein paar von denen unter Wasser und sägen eben so einen Knochen ab. Ein anderer versucht dann aber über eine bestimmte Schaltfläche ein Tor zu der Lagune eben ins offene Meer hin zu öffnen. Oder Moment, nein, er öffnet es schon vorher, damit das Tauchboot überhaupt reinkommt. Ich glaube, so war es irgendwie gewesen. Auf jeden Fall ist das gar nicht der Moment. Der geniale Moment an diesem Opening ist der, in dem wir dann nur sehen, wie der eine Mann versucht mit einem Tablet irgendwie an dem Tor rumzufuschen, es auf- oder zuzumachen. Aber ich meine, er wollte es öffnen und dann schreien seine Kollegen auf einmal auf und zeigen hinter ihn und es blitzt. Und dann sehen wir im Hintergrund nur die Silhouette des Tyrannosaurus Rex. Und er dreht sich gerade in dem Moment wieder um, also der Mann dreht sich gerade in dem Moment wieder um, wo der Blitzschlag aufhört und sieht dann eben den T-Rex nicht mehr und das Tier kommt immer näher. Und dann bekommen wir eine kurze Verfolgungsjagd und ey, dieses ganze Szenario ist, das so hätte Jurassic World sein müssen. Und ich finde immer noch, dass der Aspekt zu versuchen, die Saurier aufs Festland zu bekommen und über die ganze Welt zu verbreiten, das ist der gesamten Jurassic World Trilogie zum Verhängnis geworden. Denn diese Jurassic Story klappt einfach am besten, wenn wir auf der Insel sind. Und das ist noch ein Beispiel dafür, denn ich bin nicht der Einzige, der sagt, dass das Opening von Jurassic World Fallen Kingdom mitunter zu den besten Openings der gesamten Jurassic-Reihe gehört. Du kannst mir gerne deine Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Was sagst du zum Opening von Jurassic World Fallen Kingdom? Für mich ganz klar auf Platz Nummer 2. Auf Platz Nummer 1 und buh, wie langweilig ist das Opening von Jurassic Park 1 aus dem Jahr 1993. Und warum ist das so? Naja, im Endeffekt sehen wir hier nicht wirklich viel. Wir sehen, wie Robert Muldoon mit einer Gruppe von Jurassic Park Mitarbeitern einen Velociraptor, das wissen wir aber noch nicht, also ein Dinosaurier mit so einem, in so einem mobilen Gehege in den Park reinprägt. Und dann passiert ein Unfall und zwar wird dann hier Geoffrey, einer der Parkmitarbeiter, von diesem Tier eben gefressen. Das ist das allererste Mal, dass wir wirklich sehen, wie grandios diese Tiere inszeniert sind. Aus der heutigen Sicht muss man immer wieder sagen, ist schon komisch, dass die ganzen Mitarbeiter mit ihren Pistolen und Betäubungsmitteln
Sachen, Elektrostößen, was auch immer, in diese Box reinschießen, in der Raptor immer noch steht. Und dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Ja, das habe ich dir mal da oben verlinkt. Da kannst du gerne mal draufklicken. Im Endeffekt gibt es da aber eigentlich, oder gab es damals keinen größeren Hintergedanken. Man wollte einfach nur zeigen, wie furchteinflößend diese Tiere sind. Und da muss ich wirklich sagen, das spielt hier auch eine größere Rolle als der Realismus der ganzen Szene. Diese allererste Szene hat Eindruck bei uns hinterlassen. Das sind die Jäger in diesem Park. Das sind die Fleischfresser. Sie haben uns keinen Tyrannosaurus Rex gezeigt. Nein, sie haben uns hier einen Velociraptor gezeigt und das bekommt später noch einmal eine richtig hohe Bedeutung. Die gesamte Anfangsszene vom Jurassic Park mit dem Velociraptor baut einfach den gesamten Film später auf. Wir bekommen danach noch einen Cut zu Dr. Alan Grant, wo auch der wieder auf Velociraptoren eingeht. Robert Muldoon geht auf Velociraptoren ein und dann später sehen wir die Raptoren wirklich in Aktion. Und diese Anfangsszene baut den Film wirklich chronologisch Stück für Stück auf. Spielberg ist einfach ein Meister der Erzählkunst und ich muss sagen, ja, das ist für mich ganz klar und fair auf Platz Nummer 1. Jetzt bist du wie immer gefragt, schreib mir deine Meinung dazu in die Kommentare, schreib mir deine Rankingliste dazu in die Kommentare. Wie würdest du alle 7 oder 6 Openings, wie viele du auch immer kennst, ranken. Ich freue mich drauf zu lesen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.